Eins, zwei, drei. Yo, Freunde, was geht ab? Heute werden wir drei Flugobjekte testen. Einmal habe ich hier so eine kleine Drohne, dann noch einen kleinen Hubschrauber und als drittes ein Flugzeug. Starten wir mit der Drohne. Das ist eine X27 von Lohlin, geeignet ab 14 Jahren, kann wohl automatisch landen und starten und kann wohl auch krasse Tricks machen. Im Lieferumfang enthalten ist die Drohne, ein Controller, Ladegerät, nochmal Ersatzrotoren, Anleitung und drei Akkus. Na, dann machen wir das Ding mal auf. Und da befindet sich auch schon die Drohne, ist ein bisschen größer als meine Hand und so sieht die aus. Da ist die Anleitung und hier ist der ganze andere Rest. So sehen die Akkus aus, haben zwei Zellen, ansonsten 700 mAh. Was auch noch ziemlich cool ist, dass zwei Ladegeräte mit dabei sind. Kann ich gleich zwei Akkus gleichzeitig laden. Ansonsten ist das hier die Funke, ziemlich einfach gehalten. Stecken wir das jetzt aufladen. Dann muss ich ein bisschen warten, aber ihr müsst nicht warten, denn es geht sofort mit vollen Akkus weiter. Noch eine kurze Sache, immer noch haben über 60% meinen Kanal noch nicht abonniert. Also, falls ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtet, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Klingt logisch, oder? Akku ist voll, der wird hier unten an der Drohne angesteckt und dann kann man den auch da reinschieben und das Ganze einfach wieder verschließen. So, jetzt machen wir die Funke an und dann die Drohne. Um die Drohne jetzt zu starten, kann man zum Beispiel den hier machen. Aber man kann auch einfach diese Taste drücken. Dann hebt die ganz. Dann hebt die ganz allein ab, wollte ich sagen. Okay, ich muss mir mal die GoPro aufsetzen. Ich stelle jetzt hier auf den Boden. Dann starten wir die jetzt nochmal. Ich drücke jetzt mal die Tricktaste. Okay, Trick will er nicht machen. Die ist auch so ein bisschen falsch kalibriert, schätze ich mal, weil die fliegt immer in diese Richtung. Oh! Alter, wo fliegt die hin? Okay, was macht die da? Ich mach gar nichts mehr, ey. Oh shit! Oh shit, schaut euch das an, ich mach nichts mehr. Die hat sich selbstständig gemacht. Habt ihr das gesehen? Ah, okay, ich habe jetzt verstanden, warum die sich selbstständig macht. Und zwar hat die einfach so Sensoren verbaut, dass sie nicht gegen die Wand fliegt. Also schaut euch das an, wenn ich meine Hand hinmache. Oh, ich finde, das ist schon ziemlich gefährlich. Wenn ich jetzt hier so meine Hand hinmache, dann merkt die das irgendwann. Und dann macht die voll den Satz nach vorne. Oder wenn ich jetzt hier so durch den Flur fliegen möchte, dann fliegt die durch den Türrahmen und die war jetzt hier mitten im Türrahmen, aber die hat schon realisiert, dass hier Hindernisse sind und ihr habt gesehen, wenn ich hier im Raum bin, Alter, links, rechts, das ist einfach zu krass. Schaut euch das an. Das ist schon zu eng für die hier. Und jetzt ist richtig Game Over. Jetzt fliegt die ja nur noch von rechts nach links oder was? Okay. Alter, wo fliegst du hin? Hallo, ich will durch die Tür fliegen. Alter, fliegst du jetzt durch die Tür oder was? Oh, die will einfach nicht da durch. Schaut euch das an, ey. Ich komme nicht mehr hier raus. Ja, ich denke, ihr habt es gesehen. Also ist schon ganz cool, dass sie so Sensoren hat, aber die sind viel zu empfindlich. Alter, ist noch ein halber Meter Platz oder so, dann gehen die schon an. Also gerade wenn man hier zu Hause rumfliegt, so Türrahmen oder engere Gänge oder so, das geht echt gar nicht. Wenn die irgendwo dagegen fliegt, geht nichts kaputt. Die ist hier schon wirklich sehr gut gesichert. Das finde ich cool. Ja, im Großen und Ganzen fliegt sie schon gut, aber echt schade, dass die Sensoren so empfindlich sind. Machen wir weiter mit dem Helikopter. Der ist von Carson. Easy Tyrann 250. Oh, 25 km/h schnell. 50 Meter Reichweite. 8 Minuten Flugzeit. 60 Minuten Ladezeit. Indoor und Outdoor. Und ansonsten soll das auch ein komplettes Ready-to-Run-Paket sein. Na, gucken wir mal, was da drin ist.
Boom. Wir haben hier einmal die Funke. Sieht gar nicht mal so schlecht aus auf den ersten Blick. Batterien sind mit dabei. Das Ladegerät ist mit dabei. Eine Einleitung ist mit dabei. Und das ist der Hubschrauber. Und ich finde, der sieht eigentlich auch ziemlich geil aus. Akku befindet sich da drin. Ja, stecken wir den Aufladen. Und wenn er voll ist, dann starten wir den auch sofort. Der Akku, der ist voll, hat nur eine Zelle und auch nur 300 mAh. Ja, schade, dass nicht noch ein zweiter mit dabei war. 8 Minuten Flugzeit finde ich ein bisschen wenig. Und das Kabel kommt dann in dieses Loch hier rein. Machen wir die Funke an. Oh, der hat sogar Licht. Geil, Mann. Wohohoho. Alles klar, wir gehen mal lieber ins Wohnzimmer hier. So. Oh, fast ein Crash. Ich fliege. Schaut euch das an, Freunde, ich kann fliegen. Oha, Mann. Geil. Schaut euch das an. Ich fliege vor meinem Gesicht. Die Steuerung ist wirklich sehr einfach. Hier mit dem linken Knüppel kann man einfach nur hoch und runter gehen. Und hier kann man halt lenken und dann eben noch nach vorne und zurückfliegen. Also wirklich sehr, sehr einfach. Oh. Wow. Ja, der macht Spaß. Der ist wirklich besser, als ich dachte. Vor allem auch das Lämpchen da vorne, das ist richtig schön hell. Da kann man den nicht so leicht verlieren. Wir fliegen jetzt mal vom Wohnzimmer aus in die Küche und gucken mal, wie gut das funktionieren wird. Wow, ich hab's geschafft, jawohl. Geil. Es sieht so geil aus, wie die Propeller sich drehen, ne? Schaut euch das mal an. Die Rotorblätter. Oben und unten hat er welche. Richtig schön. Okay, fliegen wir zurück ins Wohnzimmer. Ich schaff das. Wir schaffen das. Oh. Vielleicht schaffen wir das doch nicht. Aber kein Problem, nichts passiert. Man sieht ganz gut, wenn ich jetzt auf einer Stelle fliege, dreht sich das dahinter nicht. Und das fängt erst an, sich zu drehen, wenn ich dann eben nach hinten oder nach vorne möchte. Also darüber steuert er dann halt, ob er jetzt nach vorne fliegt oder nach hinten. Wow. Okay, ich würde sagen, wir landen. Ah, Bruchlandung. Wie der jetzt draußen fliegt, kann ich gerade nicht sagen. Es regnet, aber im Großen und Ganzen bin ich mit ihm zufrieden. Den finde ich ein bisschen cooler als die Drohne. Er macht, was er soll und ist einfach zu fliegen. Jetzt ist noch das Flugzeug dran, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich das schon mal getestet habe. Ich habe das von Fury RC zugesendet bekommen und es ist sogar noch in der gleichen Farbe, wie ich es schon mal hatte. Hier, also das Dunkle. Ja, ich blende euch jetzt erstmal ein paar Aufnahmen davon ein. Jetzt nochmal auszupacken und abzufilmen lohnt sich nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen anderer Vorschlag. Ich verlose das Ganze einfach. Ich lasse das zu, packe das nicht aus, so wie es ist. Das Ganze verlose ich auf Instagram. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, Link ist unten in der Beschreibung. Johnny Handhawk folgt mir da auf Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace. Also, das war einfach.